Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Zwei neue Sets kommen dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew. Heute steht wieder ein Vergleich an, und zwar im Piratenbereich. Der Vergleich im Piratenbereich. Grandiose Sache. Ich habe zwei Sets mitgebracht. Das ist zum einen die Black Seas Barracuda. Großer Karton, passt wirklich kaum hier auf meinen Schreibtisch. 62, 85 kam 1989 auf den Markt. Dazu mache ich bestimmt auch noch mal eine Einzelreview. Ich will heute aber einen Vergleich machen. Das habt ihr ja schon im Titel gesehen. Und zwar mit der Barracuda Bay, genauer gesagt aber eigentlich eher mit der Black Seas Barracuda, die man aus der Barracuda Bay bauen kann. So, der Karton ist mindestens genauso groß. Ich schiebe das hier mal ein bisschen zur Seite. Dieses Set kam 2020 auf den Markt. Ja, es ist ein bisschen schwer, in diesen großen Lego-Kartons, zwischen diesen großen Lego-Kartons eine ordentliche Review zu machen. Ich schiebe die jetzt auch gleich mal weg, aber es ist halt cool, so große Lego-Kartons zu haben. Die beiden seht ihr ja meistens auch bei mir im Hintergrund. Das Set ist einfach Kindheitsset. Das Set musste ich unbedingt haben. Ja, das hat mich total geflasht, als das rauskam. Liegt auch an diesem gelben Karton und so weiter. Ja, wie gesagt, ich mache heute mal so einen Vergleich zwischen diesen beiden Schiffen. Als erstes nehmen wir mal die Boxen wieder weg. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Ja. So. So. Das bleibt übrigens übrig, wenn man aus der Barracuda Bay, also das bleibt übrig, wenn man aus der Barracuda Bay diese, ich würde mal sagen, New School Black Seas Barracuda baut. Yeah. Schwierige Geburt. Und dieses Schiff ist wirklich sehr, sehr schön gelungen, finde ich. Und im Gegensatz dazu hier mal die klassische Black Seas Barracuda. Und es fällt sofort auf, die sehen sich ja ziemlich ähnlich. Ja, so. Und das ist, denke ich, auch Absicht. Ich fand es übrigens damals ganz cool, als, was heißt damals, vor einem Jahr, ja, früher, ich fand es ganz cool, als früher 2020 diese Barracuda Bay rausgekommen ist und man die wirklich umbauen kann zu dieser Black Seas Barracuda, weil ich persönlich das Schiff noch eine Runde cooler finde als die Insel. Ja, also ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde, das Schiff hat halt mehr Style insgesamt, auch wenn natürlich die Insel auch ihren Charme hat. So, aber ich bin halt der Fan von diesem Schiff, vielleicht weil ich dieses Schiff damals auch schon hatte. So, und die erste Vergleichs Zahl, die man in den Raum führen kann, ist, wie ist es denn preislich zwischen den beiden? So. Und die Barracuda Bay kostet ja bei Lego 199 Euro, 199,95, 199,99, also rund 200 Euro, wenn man die bei eBay kauft. Ich habe vorher mal kurz reingeguckt, die ist leider nicht immer verfügbar. Ja? Man kann die allerdings mittlerweile auch schon 20 Euro günstiger bekommen. Ich habe die jetzt auch schon für 180 Euro gesehen, ja, bei verschiedenen Spielzeugverkaufsplattformen oder Online-Warenhäusern. Also 180 Euro kann man das Ding schon bekommen. Vielleicht sinkt der Preis auch nochmal, keine Ahnung, um Weihnachten rum oder zu irgendwelchen speziellen Anlässen, wenn es noch Angebote gibt. Ja? Oder man ein paar VIP-Punkte hat und das reduzieren kann. Ja. Aber generell so 180 bis 200 Euro muss man dafür ausgeben. Wie sieht es jetzt bei dem Ding aus hier? Ja, die 6285. Da habe ich vorhin mal aktuell geguckt bei eBay. Und die geht normalerweise aktuell für um die 200 Euro weg, allerdings ohne Box. Ja, so. Manchmal hat man auch Glück und man kriegt die für 160 ohne Box. Man muss natürlich immer darauf achten, dass auch alles komplett ist. Das kann man, wenn man das bei eBay kauft, bei so einem großen Set relativ schwer sagen. Übrigens, mal ganz kurz Vergleich: Das sind ungefähr 1000 Teile. Die Barracuda Bay hat 2500 Teile.
Ihr habt aber gesehen, da geht eine ganze Menge weg. Ich würde sagen, das Schiff grob geschätzt 1500 Teile. Ja, so, also ein bisschen mehr als das hier drüben. Sieht halt auch ein bisschen voluminöser aus. Ja, hier der ganze Korpus und so weiter. Aber zurück zum Preis. Genau, 150, wenn sie günstig ist. 200 ist eigentlich normal mit Anleitung. Und mit Box bezahlt man natürlich deutlich mehr. Also ich habe vorhin gesehen, jetzt Ende August, ich glaube am 30. August, ist dieses Set mit Box tatsächlich für 306 Euro, 308 Euro oder so über den digitalen Ladentisch gegangen. Und ein paar Wochen vorher für 350 ungefähr mit Box. Da muss man immer halt gucken, ob in der Box auch der Innenkarton dabei ist, die Blister dabei sind und so weiter. Je teurer wird es dann natürlich auch. Ja? Also desto teurer wird es dann auch. Bei mir ist jetzt auch so, ich habe nur den Innenkarton. Die kleineren, hellen Innenkartons habe ich auch nicht mehr. Die habe ich als Kind weggeworfen und die Blister auch. So. Aber rechne mal mit Box so 300, 350 Euro. Manchmal muss man ein bisschen Geduld haben. Ja? Also manchmal hat man einfach Glück. Ja, ich habe auch schon so alte Sets relativ günstig geschossen, habe dann halt über einen längeren Zeitraum immer mal bei Sets mitgeboten und das 10. Set habe ich dann mal günstig bekommen. Manchmal hat man auch Glück. So. Vielleicht, ja, auch dann, wenn Ende des Monats ist und die Kassen bei den meisten leer sind, dann vielleicht mal gucken. Aber ihr kennt euch ja auch ein bisschen aus. Ja, so. Genau, jetzt haben wir Preis, Teileanzahl und so weiter. Länge. Die Länge spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ich schiebe das Ding jetzt mal hier vor. Und schiebe das mal dahinter. So. Und Moment, da ist hier gleich was abgegangen. Muss ich jetzt mal hier durchgreifen, durch die Takelagen. So. Und schwuppdiwupp. Und man sieht, die sind tatsächlich in etwa deckungsgleich. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu machen hier. Ich schiebe auch noch mal die Original Black Seas Barracuda nach vorne. Die übrigens ganz putzig hier mit diesem kleinen Steg da, ja, mit der kleinen Planke. Also sie ist ein bisschen fies zu ihm, ne? Sie schickt ihn da jetzt über die Planke. Und man sieht, die sind tatsächlich in etwa gleich lang, würde ich sagen. So. Die Frage ist, wie wir jetzt am besten anfangen. Ich würde sagen, von unten nach oben, ja, so. Und vielleicht gucken wir uns auch zuallererst mal die Figuren an. Und da würde ich jetzt mal hier, übrigens, hier ist noch so ein kleines Boot dabei, hier bei der Black Seas Barracuda und hier ist noch ein bisschen so Gefriemel dabei bei der neuen Black Seas Barracuda. Und dann setze ich hier mal die Figuren drauf, die bei diesem Schiff dabei sind. Und das war damals großartig. Also 89 sind die ja rausgekommen, die Piraten, und ich habe die von Anfang an geliebt. Es war einfach mal was ganz anderes. Die Piraten waren ja, wenn man es so will, der erste Schritt in Richtung freche Gesichter oder sehr individuelle Gesichter. Ja? Vorher, vor 89, gab es ja solche Gesichter gar nicht. Das war alles Punkt, Punkt, Smiley Face. So, jetzt setzen wir das mal hier hin. Habe ich auch irgendwas vergessen? Ja, den Affen. Der Affe ist ganz wichtig. So. Das F schon. So, und jetzt müsste ich alles haben. So, das ist die Originalbesetzung der Classic Black Seas Barracuda. Das sind 2, 4, 6, 8 Figuren mit Affen. So. Und es ist ganz cool. Ja, hier, guck mal, Captain Rotbart. Ja. Für mich war das übrigens immer Captain Hook. So, und jetzt gucken wir mal, was hier jetzt für Figuren dabei sind. Hatte ich ja gerade schon gezeigt, ne, auch eine ganze Menge Meerestiere. Und sogar ein Hai, das ist ganz cool. Das Boot und so weiter. Ich stelle das mal hier zur Seite. Vielleicht nehme ich auch einfach mal die Platte ab. So. Und dann gucken wir mal, was hier für Figuren zusammenkommen. Es ist nämlich natürlich ein bisschen reichhaltiger. Ja, so. Und was sofort halt auch auffällt, ist, dass diese Figuren hier noch ein kleines bisschen verspielter gestaltet sind. Ich habe da auch eine Lieblingsfigur, die zeige ich euch auch gleich. Aber es kann sein, dass das die Lieblingsfigur von sehr vielen von euch ist. So. Captain Hook. Ich werde hier kaum fertig. Und was natürlich total großartig ist, sind hier diese Papageien. Da muss ich mal gucken, die setze ich mal hier an die Seite so ran.
Da sind zwei dabei. Übrigens auch in einem sehr, sehr lustigen Farbschema. So, dann guckt euch das mal an. Ich gucke nur ganz kurz, ob ich jetzt wirklich alle Figuren habe. Ja, ich habe alle Figuren. Mal kurz durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10 plus zweimal den Papagei. Und natürlich hier halt auch noch, hatte ich ja schon gesagt, so Schwein, irgendwelche Krebse, Frösche und natürlich ein Hai. Okay, also, das sind die Figuren. Zweimal das Skelett dabei. In der Aufbauanleitung von dem Schiff ist, glaube ich, nur das eine Skelett dabei, aber das zweite Skelett ist natürlich bei der Barracuda Bay noch dabei, deswegen ist es eigentlich im Set enthalten. Da fehlt jetzt ein Arm, das ist aber von Natur aus schon so. Ist abhanden gekommen. Übrigens, das ist meine absolute Lieblingsfigur hier. Und dieser Typ ist tätowiert. Und dieser Typ hat auch eine Rückentätowierung. Und das ist ein super geiles Easter Egg. Das ist super fresh. Weil da ist das Oldschool-Piratenschiff drauf. So, ne? So, dann haben wir hier noch so einen Typen. Und dann haben wir hier noch zwei Papageien in diesem lustigen Farbschema. Und dann haben wir hier wieder den Captain Hook. Und wir haben auch hier tatsächlich zwei Frauen. Zwei Piratenfrauen. Diesmal dabei. So. Jetzt schieben wir das mal zur Seite. Und wir fangen am besten mal ganz unten an. So. Also wir tasten uns so langsam vor. Ich nehme jetzt mal dieses klassische Schiff. So. Dieses klassische Schiff hatte damals, das fand ich total flashig, diese braunen Rumpfteile. So. Übrigens, das ist das alte Braun. Und das ist das, also das Brown-Brown, das Braun-Braun und das ist dieses rötliche Braun, ja, dieses Reddish-Brown, das ist so ein bisschen neuer. Ja, also wir haben hier unten auf alle Fälle Rumpfteile, so. Und diese Rumpfteile haben wir tatsächlich bei beiden Schiffen, so. Ah, sieht man das? Was bei dem neueren Set noch ein bisschen cooler ist, ist, dass der hintere Bereich, ja, wenn man das hier so sieht, ist so mit Bricks gebaut. Das ist ganz cool. Und auch die Form, die untere, also wenn man das jetzt von hinten sieht, das Schiff scheint, warte mal, vielleicht kann ich so halten, das Schiff scheint nach unten hin noch dicker zu werden. Dadurch entsteht diese coole Optik, die diese alten Segelschiffe auch hatten. Ja? Das liegt so richtig schön breit auf dem Wasser. Das hat natürlich dieses Schiff nicht. Das liegt jetzt nicht so breit auf dem Wasser. Übrigens schwimmen können beide nicht, ne? Also wenn man das hier in die Badewanne gestellt hat, dann hatte man schnell Schiffbruch, sozusagen. So, dann können wir uns gleich mal hinten das Ruder angucken. Das Ruder ist auch Brickbuild, ja, bei dem alten. Und es ist auch Brickbuild bei dem neuen. Also das ist auch schon ziemlich ähnlich. So. Insgesamt... Die Farbigkeit, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, die Farbigkeit ist ähnlich. Also man hat hier braun, weiß, schwarz und rote Elemente. Gelbe Elemente spielen auch eine Rolle und die rot-weißen Segel. Also das ist insgesamt ganz, ganz klar, ja, ein und dasselbe Schiff, würde ich sagen, bloß zu verschiedenen Zeiten. Ja? Also in verschiedenen Lego-Zeiten. Verschiedenen Zeitpunkten der Lego-Historie. So, ja, so. Was auch für mich als Kind total spektakulär war, waren diese Kanonenluken. Ja? Die kann man hier jetzt zumachen und die kann man aber auch aufmachen. Und da sind sozusagen hier Kanonen dahinter und es sind auf jeder Seite zwei Löcher. Ja? Das heißt, es sind insgesamt vier Kanonen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das hier angekippt bekomme. Und dann kann man da mal so ein bisschen reingucken. Da sind auf jeder Seite zwei Kanonen, also insgesamt vier Kanonen, die natürlich auch betätigt werden können. Da ist auch eine ganze Menge Munition noch drin. Kann also schön gefeuert werden. Hier, als ich dieses Set das erste Mal im Video von Lego gesehen habe, dachte ich mir, wow, da sind ja gleich noch pro Seite zwei Luken mehr. Ah, das ist ja cool. Haben die da vielleicht wirklich acht Kanonen reingepackt? Und was ein bisschen traurig ist, wenn man die dann hochmacht, dann, ja... sieht man nur Fenster. Es sind nämlich tatsächlich nur angedeutete Kanonenschlitze. Und man kommt auch nicht einfach so da oben rein. Insgesamt gibt es hier drei Kanonen, die irgendwie aufs Deck gestellt werden. Und auch dieses mittlere Deck kann man, ich versuche das mal anzukippen,
Auch dieses mittlere Deck kann man nicht so schön bespielen und nicht so schön reingreifen, wie das bei der klassischen Barracuda ist. Das ist ein bisschen schade, ist aber auch der Sache geschuldet, dass dieses Schiff hier eigentlich ein B-Modell ist. Das A-Modell ist halt die Barracuda Bay, also diese Insel. So, das finde ich ein bisschen schade. Man kann natürlich hier selber umbauen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es da sozusagen noch eine Art individuelle Bauanleitung gibt, wie man den mittleren Teil wirklich auch so umbauen kann, dass der so aussieht wie hier dieser Original Mittelteil, ja, wo man dann auch sozusagen drin spielen kann. Es ist halt großartig. Und Kinderhände passen hier sehr gut rein. Ja? Also ich habe hier ganz, ganz oft damit gespielt und hier kann man gut Figuren positionieren. Das ist gut machbar. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das finde ich halt tatsächlich ein bisschen schade und empfinde ich als großen Nachteil bei diesem Boot. Ja? So, auch wenn das von der Form noch ein bisschen cooler ist, aber das ist ein großer Nachteil. Und ganz ehrlich, jetzt hier oben Kanonen auf Deck zu stellen, ja, finde ich jetzt auch ein bisschen unsexy, ehrlich gesagt. Ja, man kann hier oben noch eine Kanone hinstellen, man kann hier noch eine Kanone hinstellen. Ja, aber das ist ja eigentlich jetzt nicht so der Gag, finde ich. Also wäre cooler, wenn hier unten die Kanonen rausgucken würden. Ich stelle die Kanonen mal hier vorne hin, damit die nicht runterpurzeln. So. Eine Sache, die ich bei dem neuen Schiff allerdings wiederum ganz cool finde, ist die Galionsfigur. Ja, hier. Die ist wirklich ganz cool gemacht. Es ist im Prinzip so eine coole monochrome Figur. Ja? Also es ist so eine Frau mit so einem Gewand und wehenden Haaren. Hier in der alten Version ist es noch ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, billiger gemacht, ein bisschen simpler gemacht. Ja? Ist aber auch ganz lässig. Also für damalige Verhältnisse, man sieht halt hier schon, das ist viel, viel einfacher gebaut. Ja, eigentlich nur dieser Torso hier oben drauf und dann hier hinten noch so ein schräger Stein dran und dann war es das eigentlich auch schon. Also, das ist jetzt ja, nicht so ausgefeilt wie das neue. Also, da finde ich halt tatsächlich die neue Galionsfigur um einiges cooler. So. Das können wir uns noch angucken. Die Kajüte. Ja? Die Kajüte wurde damals bei dem Release von diesem Set auch noch beworben, so. Ich weiß gar nicht mehr, da stand im Katalog, glaube ich, Kapitänskajüte oder irgendwas. An die Kajüte kommt man ran. Übrigens, ihr seht gerade, hier fehlt das Steuerrad. Ja, leider. Ich habe das auch mal mitgebracht. Das Problem ist, da ist hinten die Aufhängung abgebrochen. Das muss ich mal versuchen zu kleben oder ich hole mir mal ein neues. Es ist halt ein bisschen schade. Wurde halt bespielt, ja? Also das passiert halt nun mal so. Die Kajüte kann man hier öffnen, indem man das hochmacht oder indem man das hier aufmacht. So. Und dann gucken wir mal in die Kajüte rein. So. Und man sieht, es ist schon alles, ja, wie soll ich sagen, einfach gestaltet. Da ist jetzt eine Schatztruhe drin, da ist auch ein Schatz drin, da ist noch eine Karte an der Wand und das war's eigentlich, ja? So. Mal gucken, ob man das so sehen kann. Jetzt kullern mir übrigens die ganze Kanonenmunition hier durch den Mittelteil. So. Okay. Und in dem neuen ist es so, ich muss mal ganz kurz gucken. Da nimmt man einfach nur oben diese Plattform ab. Kann man das hinten eigentlich aufmachen? Jetzt will ich gerade. Nee, man kann es nicht. Man kann es hinten nicht aufmachen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das tatsächlich so gedreht bekomme, dass ihr das seht. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich drehe es einfach so lange, bis hier irgendwas klappert. Es ist natürlich sehr, sehr viel detaillierter gestaltet. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ich kann es euch aber auch kurz erklären. Hier ist auf alle Fälle in der Ecke ein richtig schöner Sessel. Hier ist eine schöne Bank mit einem Kerzenständer mit vier Kerzen drin. Da ist eine Karte, da ist eine Schatztruhe. Hinten in der Ecke ist sogar ja so eine Büste. Das ist ganz cool. Und es ist noch ein Bett drin. Mal gucken, ob man das, kann man das so, kann man das so sehen. Das ist also wirklich ziemlich cool gestaltet. Ich glaube, so kann man es sehen. Das ist auf alle Fälle ein schöner großer Pluspunkt für dieses Set, finde ich. Jetzt mal hier das wieder drauf. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, hier liegen ja auch 20 Jahre dazwischen. Ja? Also, nee, Moment. Sogar
30 Jahre. Es liegen ja sogar 30 Jahre dazwischen, also drei Jahrzehnte der Lego-Entwicklung. Und da ist natürlich auch klar, dass ja, hier noch ein paar mehr Details drin sind. Ja, so. Kajüte hatten wir. Dann würde ich jetzt mich ein bisschen weiter nach oben noch durchhangeln. Und zwar die Masten und die Segel. Und hier ist ja sogar noch ein Kran dran. Wir gucken erstmal auf das alte Schiff. So, dazu packe ich mal hier hinten das wieder zusammen. Flupdi flupdi. Ach übrigens, fällt mir gerade noch ein. Ich finde übrigens, dass diese Gestaltung hier von dieser Kajüte, also außen, deutlich schöner ist durch diese gelben Kontraste als bei dem neueren Schiff. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich das hier so reingeschoben kriege. So, wenn man das sich mal anguckt, ich finde das irgendwie schöner. Hier sind auch solche Oldschool-Teile verwendet. Ich glaube, die wurden auch bei Fabuland und so verwendet. Das ist ganz cool. Hier an der Seite auch. Ja, und das wirkt halt hier, finde ich, so ein bisschen schwarz, ja, so ein bisschen trister. Also mir gefällt das auf alle Fälle besser von der Außengestaltung, obwohl das sehr, sehr simple Teile sind und es sehr oldschool ist. Genau, wir wollten uns jetzt mal die Masten angucken. Diese Masten sind tatsächlich Fertigteile, ja. Also dieser Mast hier unten, der geht bis hier hin und dann wird das so zusammengesteckt. Also die von euch, die dieses Schiff kennen, wissen, was ich meine. Es sind hauptsächlich Fertigteile. Diese Leitern hier, diese Strickleitern, das sind auch komplette Fertigteile. Diese Teile, wo die Segel dran sind hier, diese Quermasten, die sind tatsächlich aus Platten gebaut. Und das fand ich damals ganz cool. Es ist zwar eine ganze Menge Friemelarbeit, aber die sind alle einzeln gebaut. Das heißt, wenn man die auseinander nimmt, hat man auch eine ganze Menge Steine, um damit irgendwas Kreatives zu machen. Und die Segel waren aus Stoff. Und diese Segel sind halt tatsächlich nur in diesem Set so vorhanden gewesen damals. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so für das Alter von 30 Jahren, also hier und da sind so kleinere Flecken. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Sieht man das von beiden Seiten aus? Ich mach's mal so. Das passiert natürlich, ja. Also wir dürfen halt auch nicht vergessen, das ist halt auch Spielzeug. So, hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sind so eine kleinen Flecken dran. Und natürlich könnte man die wahrscheinlich auch mal waschen, ganz sanft, ja, mit Handwäsche und mal ein bisschen bügeln. Ich finde es aber so auch ganz cool. Und wie gesagt, ich habe auch damit gespielt. Und es ist auch ein bisschen ausgefranst. So, und jetzt gucken wir uns mal das an, wie das bei dem neueren Schiff ist. Und bei dem neueren Schiff finde ich das eigentlich ganz cool gelöst. Denn die Masten bestehen aus ganz vielen von diesen 2x2 Rundbricks. Kann man das sehen? Ich versuche das mal noch ein Stückchen näher ranzunehmen. Das heißt, die Masten sind wirklich gebaut. So, das ist wiederum ziemlich cool, weil ich immer ein großer Fan davon bin, Sachen zu bauen. Ja, weil dann... Ja, das ist die modulare Idee von Lego. Da kann man dann noch andere Sachen draus bauen. Die Strickleitern sind auch wieder so eine Formteile, allerdings ein bisschen schmaler als die älteren. Ja, zeige ich euch das mal. Die älteren sind ein bisschen breiter, auch im unteren Bereich. Die neueren sind ein bisschen schmaler, farblich auch ein bisschen heller. Da gefallen mir die alten besser. So. Und diese Quermasten hier, die sind wiederum aus Technikstangen gebaut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So aus Technikstangen gebaut, was mir auch wieder nicht so gefällt. Also ich fände es am coolsten, wenn man da eine Mischung von beiden realisieren würde. Ja? Also ein Mast, der wirklich aus Stein gebaut ist, dann Quermasten, die auch aus Platten gebaut sind. Also im Prinzip finde ich von beiden Lösungen gewisse Dinge cool. So. Und die Segel, ja, also die Segel, die sind natürlich ganz eindeutig angelehnt an die alten Segel. Ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen größer sind. Also gerade hier vorne, diese Segel wirken ein bisschen größer. Ich habe die jetzt nicht übereinander gelegt. Dieses hintere Segel hier ist auf alle Fälle größer. Ach, hier ist auch schon wieder was abgegangen. Ist mir vorhin schon was abgegangen. Ist nicht so ganz wetterfest, das Bötchen. Die sind ein bisschen größer. Hier oben ist auch was abgegangen. Die sehen natürlich jetzt auch ein ganzes Stück frischer aus und sauberer als die. Vielleicht bei der Studiobeleuchtung nicht so. Da sieht natürlich beides Tico-Taco aus. Aber ich kann es euch sagen, so vom individuellen Blick her, sind die auf alle Fälle frischer. Die sind ja auch relativ frisch aus der Box. So.
Zum Thema Farblichkeit der Segel, also Druckqualität. Ich hatte ja eben schon gesagt, das ist ein ziemlich guter Druck. Ist aber eine Sache noch ganz, ganz entscheidend. Schaut mal das Segel an. Das wirkt jetzt hier so ein bisschen milchig. Und von der Seite wirkt es farblich sehr, sehr gut. Hier die Segel von vorne und hier die Segel von hinten. So. Bei dem neuen Set oder bei den neuen Segeln, so rum, bei den neuen Segeln ist es so, dass die von vorne sehr, sehr farbintensiv sind und von hinten nicht so farbintensiv. Das ist bei dem alten Set besser. Wir sehen hier die Farbigkeit, ja, also es ist voll gedruckt von der Seite. Und wenn wir es umdrehen, ist auch von der anderen Seite voll gedruckt. Und hier habt ihr jetzt den direkten Vergleich. Und ich finde tatsächlich, dass die alten Segel deutlich besser aussehen, weil die von beiden Seiten gedruckt sind. Wenn das hier so im Regal steht, so seitlich, und man sieht ja, hier hinten ist es milchig und hier ist es milchig, Moment, ich schiebe es mal, hier ist es milchig, hier sieht es so milchig aus, das finde ich nicht so cool. Hier muss man immer so bei der neueren, bei der New School Barracuda, muss man immer so ein bisschen darauf achten, wie die steht, damit es auch cool aussieht. Ja? Also so rum sieht es ja ganz gut aus. So ist ja ganz gut. Aber wenn die so im Regal steht, ist es halt nicht so geil. So. Oder wenn sie vielleicht sogar irgendwie so leicht schräg steht, irgendwie in einem Display oder so. Bei der alten, bei der Original, Old School, Vintage, Black Seas Barracuda, also ist vollkommen egal, wie du die hinstellst. Die Segel haben immer eine coole Farbigkeit. Das ist definitiv ein Pluspunkt. So. Was ich hier wiederum schade finde bei dem neuen Modell, ist, dass es keinen Kran gibt. So. Denn hier gibt es einen Kran. Und da hängt noch eine Schatztruhe dran. Eine zweite Schatztruhe sozusagen. Hier gibt es auch eine zweite Schatztruhe. Aber die zweite Schatztruhe ist hier an dem Kran festgemacht. Und da kann man hier so ein bisschen ziehen und man kann hier das so rüber und man kann das verladen. Man kann auch andere Dinge verladen. Man kann natürlich auch die Kanonen irgendwo anders hin verladen. Es gab ja damals auch Inseln von den Piraten. Ja, da gibt es einen größeren Inseln oder den Freihafen. Da fährt man dann sozusagen mit dem Schiff vor und kann auch gewisse Dinge verladen. So. Das heißt, das finde ich ganz cool. Das finde ich schade, dass es hier fehlt. Und hier, wenn ich mich richtig erinnere, weil hier oben hat ja so ein Affe gebaumelt. Affe gibt es ja hier auch nicht. Dafür gibt es hier zwei Papageien. Affen finde ich ein bisschen cooler, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt bleibt uns noch über die Fahnen zu sprechen. Und da muss ich mal gucken, die kann ich vielleicht auch abnehmen. Die Fahnen sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich von diesen zwei Schiffen. So. Wir haben hier sozusagen die neuere und hier die ältere. Die ältere sieht ein kleines bisschen vergilbt aus, ja, das macht eben auch das Alter. Und ansonsten ist die schon sehr ähnlich gestaltet. Also die Fransen sind sehr ähnlich. Mal gucken. Die Fransen sind sehr ähnlich. Der Totenschädel ist irgendwie ganz anders. Warum das so ist, kann ich nicht genau sagen. Ich finde, dass der neuere Totenschädel tendenziell eher so ein bisschen kastenförmiger aussieht. Eher ein bisschen komisch. Ich finde den alten schöner. Also was sagt ihr da? Also ich finde den deutlich schöner. Das sieht aus wie eine Piratenfahne. Bei dem neuen bin ich mir nicht so sicher, ob der Schädel vielleicht ein bisschen deformiert aussieht. Ja, so. Und ansonsten, ich kann ja mal ganz kurz durchzählen. Bei dem neueren sind eins, zwei große Fahnen und eine kleine dabei. Und bei dem älteren sind auch zwei große Fahnen, eine kleine dabei. So. Ja. Insgesamt, und ich komme jetzt schon so ein bisschen zu dem Fazit. Wir sind jetzt halt hier so ein bisschen durchgecruised durch diese zwei Modelle, so vergleichsweise. Weil ich einfach Bock drauf hatte. Ja. Ihr habt ja auch schon öfter signalisiert, dass ihr es das auch ganz cool findet, wenn wir immer so eine Vergleiche machen. Die große Frage, die sich halt tatsächlich stellt, ist, ja, als Fazit, was würde ich empfehlen zu kaufen? So. Ich bin ganz ehrlich, ich bin durch meine Erinnerung, durch meine Kindheitserinnerung und so weiter sehr, sehr stark auf dieser Seite. Also ich bin sehr, sehr stark bei diesem Schiff. Ich finde, dass man es an einigen Stellen besser machen kann. Also zum Beispiel die Masten, ja, die könnte man bauen. Da hat Lego damals Fertigteile verwendet,
finde ich jetzt so im Nachhinein nicht ganz so cool. Man kann hier die Kajüte noch ein bisschen besser gestalten. Die Galionsfigur ist bei dem neuen Schiff deutlich cooler als bei dem alten. Und wie gesagt, so ein paar Details gefallen mir bei dem neuen auch ganz gut. So. Ich bin aber tatsächlich eher bei dem älteren Schiff. Also ich persönlich als Vintage-Lego-Fan, Vintage-Lego, Retro-Lego, ihr wisst Bescheid, bin eher bei dem älteren. Der Reiz von dem neuen liegt eher daran, dass man sich das schneller holen kann. Man hat deutlich mehr Teile. Man kann natürlich noch die Insel dazu bauen, diese Barracuda Bay. Und ja, kann es natürlich auch nach Herzenslust und Laune umbauen. Ich habe tatsächlich auch schon Mocs gesehen, da haben sich Leute das zum Beispiel zweimal geholt und haben so ein ganz langes Schiff draus gebaut. Ja, das ist ja überhaupt kein Thema. Du kannst es ja umbauen, du hast ja Teile ohne Ende. Und hier müssen ja in der Mittelteil nur Teile weggenommen werden. Ja, die Mittelteile sind ja bei der Barracuda Bay eigentlich sowas wie Behausungen. Ja, das heißt, wenn du hier jetzt reinguckst, sind hier auch Zimmer drin und so weiter. Das kann ja alles raus, kannst ja umbauen. So. Sodass ich sagen muss, beide haben ihren Charme. Ich persönlich bin eher hier. Aber ich finde auch das eine sehr, sehr gute Idee. Und ich weiß noch ganz genau, als 2020 dieser Karton, dieses Kartonbild das erste Mal durch Instagram geflutscht ist, ich habe mich sofort mit Andy kurz geschlossen und gesagt, ey Alter, das ist ja übelst geil. Weil der Karton halt wirklich. Und das hat Lego gut gemacht, ja. Ihr seht es ja im Hintergrund nochmal. Dieser Karton halt wirklich auch diesen gelben Charme hat, ja. Und hier oben steht ja Pirates, ja. Also das haben die schon ganz gut gemacht. Und streng genommen finde ich es auch ganz gut, dass die nicht eins zu eins dieses Schiff nochmal abgekupfert haben. Dieses Schiff gab es ja auch als Legends-Set nochmal. Das wurde ja neu aufgelegt. Finde ich persönlich nicht so cool. Ja, ganz einfach, weil ich das Ursprüngliche am coolsten finde. Ich finde die Barracuda, die Black Seas Barracuda von 1989 am coolsten. Wenn es die heute nochmal so geben würde, fände ich das irgendwie nicht so cool. Ja, so. Das ist ein ganz cooler Kompromiss. Das ist im Prinzip so ähnlich. Leute, die das damals nicht bekommen haben oder denen das vielleicht aktuell zu teuer ist, die können sich sowas holen, können das auch nach Herzenslust umbauen. Und von daher ist das okay. Aber Original bleibt Original. Und ja, mit diesem schönen Eindruck von diesen zwei sehr, sehr schönen Schiffen möchte ich euch entlassen in einen coolen Tag, in einen coolen Abend, in eine coole Nacht. Was auch immer ihr macht, viel Spaß dabei. Und ja, bleibt entspannt und bleibt auf Empfang und zieht euch unbedingt ein cooles Vintage-Lego-Set an Land. Ja? In diesem Sinne, bis bald, zieht euch die anderen Videos rein und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Bye bye.